Jerome Bochhoffner, Ihr erster persönlicher Treffer nach der Rückkehr zu den ZSC Lions. Ist das Goal auch eine Erleichterung für Sie für den weiteren Verlauf der Saison? Ja, es ist natürlich immer schön, wenn man das erste Goal schiessen kann. Es war ein wunderschöner Pass. Ich hatte vorher zwei Pässe gegeben. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Punkte sind damit zweitrangig. Es war eine sehr gute Teamleistung. Unser Goal ist unglaublich. Aber für mich ist das persönliche Gefühl doch gut. Ja. Aschua hat lang wacker dagegen gehabt, hat es euch schwer gemacht, auch zu Chancen zu kommen. Was hat es heute schwierig gemacht gegen das HC Aschua? Ja, ich glaube, wir haben gewusst, wir machen oder wir müssen das Spiel nicht in den ersten 10 Minuten gewinnen. Wir müssen Geduld haben. Und es war 0-0 im ersten Drittel. Dann sind wir ins zweite Drittel gegangen, haben jeden Puck aufs Goal gebracht. Und wie man so schön sagt, man braucht auch einen dreckigen Goal. Und ich glaube, es sind 2-3 heute auch eingegangen. Jetzt hat man den vierten Sieg in Serie, ist so in Fahrt gekommen. Was ist jetzt wichtig für die nächsten Spiele? Ja, gleich weiter. Gleich weiter zu arbeiten. Jetzt haben wir nächste Woche Champions League. Es ist wieder ein kleiner Tapetenwechsel und dann kommen wir zurück. Aber ich glaube, wir müssen Stick to the Gameplan jeden Match abliefern und dann fahren wir da weitere Siege. Danke vielmals.